Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich den Turmkopf mit Flaggendesign. Diesmal ist es das England-Set, das heißt also, da gibt es den Union Jack und Wales, Nordirland, die rot-weiße Flagge und Schottland. So, die Farben sind schwarz und weiß, sind opak und alle anderen Farben sind transparente Candy-Lacke. Ich habe das Weiß hatte ich jetzt schon vorgelegt. Jetzt habe ich halt die zweite Schablone in komplett in Schwarz gemacht. Und jetzt geht Schablone Nummer 3 in Grau. Und jetzt kann ich anfangen, die Farben zu setzen. Wenn ich mit opaken Farben arbeiten würde, dann würde das genau umgekehrt sein. Dann würde ich also erst mit den Farben anfangen und danach das Schwarz und das Weiß auftragen. So, jetzt habe ich blaues Candy. Gefolgt von Rot. Und als Abschluss Weiß. So, das war also jetzt das Weiß der Flagge. Es kommt noch mal ein Weiß für den Totenkopf. Da sind alle Highlights im Schädel bei. Und damit nicht zu viel von der Flagge verschwindet, male ich da nicht mit voller Deckkraft, sondern nur mit, weiß ich, 50%. So, dass jetzt nicht allzu viele Details verschwinden. Und das ist jetzt die Abdeckschablone. Dort sind auch noch mal in den Augen, Nasen und Mund sind auch noch mal Details drin. Ich habe es jetzt hier, mache ich sie mal mit Schwarz aus. Das heißt also, da tauchen diese Details ganz leicht auf. Wie man sie jetzt auch auf der rechten Seite auf dem Bild von dem Totenkopf sieht. Das ist das Schöne bei dem Arbeiten mit Schablonen, dass man natürlich jederzeit die Schablonen wieder auflegen und positionieren kann, um Details rauszuarbeiten. Das heißt also, dass manche Sachen, die vielleicht jetzt durch das Weiß verschwunden sind, kann man durch das Auflegen von Schwarz und Grau noch ein bisschen weiter hervorheben. So, jetzt habe ich eine leichte Aura in die Augen gesetzt, die grün eingefärbt. So hat man so einen leichten glühenden Effekt. Jetzt nutze ich noch ein paar Sterne, um das Ganze auszudekorieren. Und dann wäre das Bild so fertig. Man kann auch noch so Sternchen in die Augen setzen, dann hat man so ein Funkeln. Und jetzt kommen die anderen Farbvariationen. Die Schädel habe ich schon mal vorbereitet, weil im Endeffekt ist das gleiche, was jetzt da war. Also das ist jetzt das rote Kreuz. Und gefolgt von Highlight Weiß. Und ich versuche da, wo grundsätzlich Weiß auch im Hintergrund ist, da arbeite ich dann mit voller Deckkraft und beim Rest versuche ich dann nur leicht reinzunebeln, damit keine Details verschwinden. So, das ist jetzt der zweite Schädel. Auch wieder mit Rot. Das ist jetzt die Flagge von Nordirland.
und auch wieder gefolgt von dem Weiß. Und auch da wieder, da wo grundsätzlich Weiß ist, kann ich ruhig weißer arbeiten. Das heißt also im Unterkiefer und den Zähnen volles Weiß. Und beim Rest einfach nur einmal leicht drüber gehen. Gut, jetzt kommt Wales. Die Flagge ist grün-weiß mit dem roten Drachen. Das heißt also, das Unterteil wird grün. Und kommt der rote Drache. Musste ich das im Bereich der Flagge unten noch ein bisschen weiß machen, damit das, sonst würde das mit Rot und Grün würde dann fast ein Schwarz ergeben. Und jetzt kommt wieder die Flagge drauf, das Weiß drauf. So im Bereich des Drachens muss man ein bisschen aufpassen, da kann man vielleicht nachher nochmal das Rot auflegen, dass wenn man da zu hell und zu dunkel arbeitet, dass da entweder die Details vom Drachen oder der halt vom Schädel weggehen. Da muss man halt schauen, was einem wichtiger ist. Also jetzt hier ist es zum Beispiel so, dass dann ein bisschen Details vom Drachen weg sind. Das heißt, da könnte man nochmal im Bereich des Kopfes zum Beispiel nochmal das Rot nachlegen. So, abschließend kommt dann Schottland. Normalerweise ist halt jetzt die schottische Flagge dunkler blau. Und ich habe sie jetzt mal, ich mache sie mal in dem Farbton. So, das war also blau. Und dann ist jetzt das weiße Kreuz. Einfach nur mal leicht annebeln. Und jetzt kommt abschließend das Weiß drauf. Und dann wieder im Bereich des Weißen Hintergrund ist ruhig ein bisschen heller. Und das war dann der Schädel. Wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Über 700 Filme. Bis dann.